Das vorliegende Doppelbudget sichert und stärkt die Lebensqualität der Welser Bürger. Die Budgetschwerpunkte für die kommenden 2 Jahre sind neben der Kinderbetreuung Investitionen in die Wirtschaft, die Integration, den Verkehr und den Klimaschutz. In Wels wird der eingeschlagene Weg zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Stadt fortgesetzt. Bürgermeister, Sie haben sich mit dem Syndikat der Stadt Wels geeinigt. Es gibt jetzt doch ein Budget. War die Drohung mit dem Notbudget hilfreich für die Durchsetzung bzw. für den Kompromiss? Wir haben ein Budget geschafft, das für die Welserinnen und Welser gemacht wurde, für mehr Lebensqualität auf der einen Seite und auf der anderen Seite ohne neue Schulden mit vielen Ersparnissen. Das schafft in dieser Form in Österreich sonst niemand auf diese Art und Weise. Und wichtig ist das Ergebnis, das zählt, und auf das hat man sich verständigt. Wels hat da quasi fast keine Schulden mehr. Ab wann wird es ein Budget geben, wo die Stadt Wels keine Schulden mehr hat? Im Jahr 26 sind wir soweit, da haben wir keine Schulden mehr. Da gibt es noch einen Wohnbaukredit, den wir nicht zurückzahlen können, der aber durch Ersparnisse um ein Vielfaches abgedeckt ist. Ich würde daher sagen, ab 26 können wir mit Fug und Recht behaupten, wir sind komplett schuldenfrei. Und jetzt geht ja das Budget oder der Vorschlag in den Gemeinderat. Wie schaut es aus? Haben Sie ein gutes Gefühl, dass es durchgeht? Ich habe ein gutes Gefühl, dass es durchgeht. Im Ausschuss war das Budget einstimmig, ist einstimmig angenommen worden, im Staatssenat einstimmig weitergeleitet worden. Also ich gehe davon aus, dass wir ein einstimmiges Budget zusammenbringen. Und wie viele Millionen haben Sie den Schuldenstand reduziert? Seit 2015 haben wir den Schuldenstand von ca. 70 Millionen auf jetzt 4 Millionen reduziert. Und das wird dann ab 26 auf Null stehen? Das wird ab 26 bei 2 Millionen stehen, weil wir diesen Kredit nicht zurückzahlen können. Allerdings haben wir die Ersparnisse auch von 18 Millionen auf 80 Millionen erhöht. Allein daraus kann man erkennen, dass wir bereits jetzt mit unseren Ersparnissen die Schulden komplett zurückzahlen könnten. In Wels gilt seit Jahren der Grundsatz: konsequenter Abbau bestehender Schulden, faire Verteilung und keine neuen Schulden.